Müller ja hier hingekippt von mir. Guten Abend, Rainer. Schönen guten Abend. Auf die Knie ist hier so ein Blödsinn. Leute, das Lord habe ich schon lange abgelegt. Das heißt Drache. Ende der Geschichte. Guten Abend. Danke für die Barren. Hallo Rainer, Servus. Bist du der Juno-Kanzler? Was steht oben für ein Name? Bin ich der Juno-Kanzler? Hier steht Rainer oder Drache. Aber nicht Juno-Kanzler. Folglich bin ich es mit Sicherheit nicht. Lesen. Wer gelesen kann, ist klar im Vorteil. Was bei euch so warm heute? Bei uns war es auf jeden Fall gescheit warm, ey. Du hast den ganzen Tag ein Handtuch um den Hals getragen. Ein nasses. Und meinst sogar dreimal oder was habe ich nass gemacht? Danke für die 50 Barren. Bitte mach weiter Videos auf Drache offiziell. Das liegt nicht an mir, sondern an euch, Leute. Du bist der Beste. Stimmt nicht. Neue Frisur. Ich habe mir nur die Haare geschnitten, Leute. Regt euch ab. Ich habe sie gestern ein bisschen gekürzt, das ist alles. Doch, Drache ist der Beste. Wenn du unbedingt meinst. Ich habe es längst aufgegeben, euch versuchen zu erklären, dass ich das nicht bin. Wenn ihr das meint.
Hi Power Girl. Power Girl ist da. Servus. Was beim Friseur? Nein, ich habe mir die Haare einfach nur geschnitten. Die sind nur kürzer, Leute. Regt euch ab. In ein paar Wochen sind sie wieder so lang. Dann kann ich sie wieder schneiden. Brauchst du noch Shisha? Ja, nur ich bin momentan zu faul, hier eine Shisha aufzubauen, weil ich die, weil mir ist zu viel Arbeit ist immer. Danke für die 50 Barren. Ich habe einfach irgendeine Musik angemacht. Danke für die 100 Barren und die 50 Likes. Du hast die Haare geschnitten, oder? Boah, Leute, regt euch mal ab. Ja, ich habe die Haare geschnitten. Was ist denn dabei? Ihr tut ja gerade so, als wäre das ein Weltwunder. Warum hast du Strom? Weil ich Strom habe. Ich habe einen Stromanbieter, der hat bei mir einen Zähler eingebaut und dadurch bekomme ich Strom. Warum habe ich Strom? Was ist das für eine blöde Frage? Guten Abend, warum ist Teams so eine Zeit? Weil ich es früher nicht geschafft habe heute. Ich habe heute den ganzen Tag, ich habe um halb zwei, glaube ich, war es. Ich hab seit halb zwei heute aufgenommen. Guten Abend, Drachenreiner. Servus. Hallo Drache, offiziell schön dich mit persönlich sehen zu sehen. Okay, viel zu lange, das habe ich nicht lesen können. Die kurzen Haare sehen besser aus, finde ich nett. Ich finde die langen Haare haben besser ausgesehen. Weiß jemand, wie Drachen mein Mikrofon heißt? Ich habe kein neues Mikro. Ich benutze seit über einem Jahr das gleiche Mikro. Oder seit über 2 Jahren fast schon. Das sind schon fast 2 Jahre. Oh Drache, endlich eine gute Frisur. Boah, ey, allein für solche Typen, die... Oh, kurze Haare, oh, gute Frisur. Allein für solche Leute würde ich mir lieber die Haare bis zum Arsch wachsen lassen, ey. Welche Animes kennst du? Die Frage ist ja, welche ich nicht kenne. In erster Linie kenne ich alle deutschsprachigen oder viele deutschsprachige. Nicht alle, es wäre zu viel, aber viele deutschsprachige kenne ich. Ich kenne viele. Was noch? Ich kenne aber auch einige englisch- und japanischsprachige. Boah, heute habe ich echt einen langen Tag hinter mir. Ich habe von 2:30 bis um kurz vor 8 aufgenommen heute. Habe ich Brutal Legend aufgenommen. Und danach habe ich ja auf Juno gestreamt, jetzt für fast 3 Stunden. Auf Twitch meine ich. Und jetzt noch auf Juno noch eine Stunde oder zwei bis so spätestens um 1. Allerspätestens um 1 gehe ich aber dann offline. Rainer kennt alle. Was? Ich kenne viele, nicht alle.
Nachdem sie mich schon so oft mit dir verwechselt haben. Was? Wovon redest du? Dankeschön für 50 Barren. Mich kann man mit niemandem verwechseln. Was hast du aufgenommen heute? Brutal Legend. Und vorhin im Livestream habe ich ja live aufgenommen. Da habe ich... ich habe den Namen vergessen. Da habe ich Dinge aufgenommen. Gleich habe ich es. Moment. Brutal Legend. Ja, nicht Brutal Legend. Halo 3. Dankeschön für die 50 Barren. Ich kenne genug Mettler, die eine Glatze tragen. Also, was soll's. Dankeschön für die 50 Barren. Meine Haare sind nicht meine Einstellung. Dankeschön für weitere 100 Barren. Wie heißt dein Mikro? Ein Auna-Mikro ist das. Ich muss da mal an die Unas denken von Star Trek, Stargate. Klar, Mädler haben auch kurze Haare. Ja, Mädler, keine Ahnung, was Mädler haben, aber Mettler haben auf jeden Fall auch kurze Haare. Kenne ich mehr als genug. Kenne auch einige, die eine Glatze haben. So, wo ist das Problem? Jemand, der so engstirnig ist wie du, ist auf jeden Fall kein Mettler. Kein Mettler. Ein Mettler vielleicht, aber kein Mettler. Das ist Schwachsinn, jetzt komme ich darauf an, wie lang die Haare sind. Mein Freund hat... Was hat eine Glatze und ist... Was ist er? Wie das Essen. Med, wie das Essen. Ein Med, keine Ahnung, was ein Med ist. Habe ich noch nie gehört. Ich kenne nur eine Medwurst, ja, das kenne ich. Es gibt Med, es gibt Med, es gibt Metal, es gibt eine Medwurst. Aber Matt kenne ich noch nicht. Mit 2e. Es kommt immer darauf an, wie ihr es schreibt und wie ihr es ausspricht. Leon Hillers. Dankeschön für 50 Barren. Ja, ich spiele mit dem Gedanken, meine Chips zu futtern. Metallwurst habe ich noch nicht gegessen. Die ist bestimmt hart an Ballaststoffen. Drache, bist der Beste für mich. Ich hab so Hunger. Da musst du was essen. Ich hab gerade einen Flammkuchen gegessen. Ich bin satt, ey. Aber den ganzen Tag sonst nichts gegessen. Was habe ich denn zum Frühstück gegessen? Zum Frühstück habe ich einen Gulasch gegessen. Ja, und das war's eigentlich. Mehr habe ich den ganzen Tag nicht gegessen. Immer nur Agro, ne? Agro. Schau ich Agro aus für dich, du Loser? Nur weil du den ganzen Tag 24-7 auf, was weiß ich, Teufel komm raus drauf bist, weiß es noch lange nicht, dass andere auch sein müssen. Ich bin eher gelangweilt. Gelangweilt von solchen Typen wie dir. 5 Jahre lang versucht dir nur die Scheiße rauszusetzen. Und jetzt ich für den Metaler? Du hast keine Ahnung, was Metal wirklich bedeutet. Du hast keine Ahnung von der Kultur. Du hast keine Ahnung, wie die Kultur sich verhält. Und du hast auch keine Ahnung, was in der Kultur wirkliche Metaler sind. Aber du willst mir was beibringen, hast aber selber keine Ahnung. Das sind immer die Schönsten, ey. Das sind immer die, die in der Reihe ganz vorne sitzen, sich melden und dann hinterher trotzdem nichts zu sagen haben und nichts wissen, was sie sagen sollen.
Meinst du mich? Immer der, wo so blöd frech, natürlich. Lies sogar was vor. Nein, ich hab was zu jemandem gesagt. Ich will Streit. Bitte schön, ich ignoriere ihn. Ich will überhaupt keinen Streit. Ich habe keinen Bock auf diesen Kindergarten. Verletz deine Gefühle doch nicht. Gefühle. Der war gut. Drache nicht so Matt. Matt, wenn Matt mittlerweile seit neuestem für steht, für K.O., für Fix und alle, für total gelangweilt, dann bin ich Matt, ja. Wisst ihr was? Ich hoffe, eure hohen Level haben sich gelohnt. Dankeschön, was zur Hölle. Vielen, vielen lieben Dank für 5000 Barren. Vielen, vielen lieben Dank. Krasse Scheiße, alter Falter. Dankeschön. Alter Falter, vielen, vielen lieben Dank. Danke für die 50 Barren. Danke für die 50 Barren. Streamst du in der Küche? Was? Nein, im Arbeitszimmer wie immer. Seit wann streame ich bitte in der Küche? Ich sitze auf dem Sofa. Ich gammel auf dem Sofa rum. Hier. Hilfe! Hier, Sofakissen. Hilfe! Die Kaffeemaschine ist in meinem Arbeitszimmer Gebrauchsgegenstand, klar. Ich habe auch ein Waschbecken. Ah, ich komme nicht hin. Ich habe auch ein Waschbecken im Zimmer. Bist jetzt wieder endgültig zurück auf Juno? Weiß ich noch nicht. Wann kommt denn Abo-Button? Müsst ihr Juno fragen, nicht mich. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich war einer der Ersten, der sich beworben hat. Das habe ich auch schon 100 Mal erzählt. Ich war einer der Ersten, der sich beworben hat und Juno hat sich bis heute nicht durchgerungen, mir den zu geben. Obwohl ich eigentlich einer der höchsten auf Juno bin. Bin immer einer der ersten Plätze. Eigentlich bin ich immer der Erste, wenn nicht jemand da ist, der größer ist als ich. Danke für die 50 Barren. Danke für was auch immer das ist. Danke für die 50 Likes. Es ist einfach zu warm. Oh, es geht eigentlich. Warum hast du Mr. Smith geblockt? Weil ich mich nicht von Leuten dumm anmachen lasse. Wenn er mich hier dumm von der Seite anmachen will, dann kann er das auch gerne woanders machen. Das braucht nicht hier im Stream sein. Wenn du mich dumm anlaberst, dann war's die Sache für mich.
Wollte er nicht. Wollte er nicht. Junge, halt die Goschen, wenn du keine Ahnung hast. Ich check durchaus, wenn man mich dumm anmacht. Es gibt nur immer den Unterschied, dass ich es normalerweise ignoriere oder nichts dazu sage. Guten Abend, schönen guten Abend. Ich bin dieses Jahr nirgendwo. Wollte gerade sagen, warum hört sich das so an, als wäre mein Handy so weit weg, ey? Wer schreibt mir denn jetzt? Was war denn das gerade? Moin, du siehst aber... Was? Du siehst aber nicht so fit aus. Ja, Alter. Nimm mal von halb zwei bis 8 Uhr abends auf und mach nur eine halbe Stunde Pause. Dann gehst du direkt in den Livestream 10 Minuten später. Das ist schon wieder für den Kindergarten gerade. Dann geht's direkt in den Livestream weiter. Dann geht's. So, Nummer blockieren. So, Nummer ist geblockt. Dann geht's von der Aufnahmesession direkt in den Livestream über. Vom Livestream über geht's dann. Da wird dann aufgenommen, auch nochmal 2 Stunden, 3 Stunden. Und vom Livestream aus eine halbe Stunde Pause, mal was essen. Das erste Mal oder das zweite Mal erst den ganzen Tag und dann gehe ich direkt hier auf Junau nochmal für 1-2 Stunden. Dann können wir weiterreden und nebenbei render ich am Laptop dauernd und mach hier dauernd was. Wenn ich nicht am Rendern bin, dann bin ich am Hochladen, wenn ich am Streamen bin. Also, ja. Okay, jetzt muss ich schon mal ein wenig ernster werden. Pass mal auf. So, bitte um Entschuldigung. Alter, wie viel nimmst du bitte auf? Willst du Gronkh Konkurrenz machen? Gronkh? Verstehe es jetzt nicht falsch, ja, aber Gronkh, was das Aufnehmen angeht, kommt nicht an mich ran. Kannst du vergessen.
keine Chance. Was die Massenproduktion im Moment angeht, bin ich momentan bestimmt einer der Größten, also einer der Vordersten. Heute, warte mal, sagen wir mal zwei, nur damit es einfacher ist. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quatsch. 8. Sind 6 Stunden. Dazu kommen 3 Stunden Livestream auf Twitch, wo ich auch aufgenommen habe. Dazu kommen jetzt 2 Stunden auf YouNow. Das sind bei mir nach meiner Rechnung etwa 11 Stunden. So. Dann kommt dann morgen, nebenbei bin ich am Rendern. Dann morgen geht's direkt nach dem Aufstehen an den Computer, weiter rendern, weiter hochladen. Dann werde ich Brutal Legend fertig aufnehmen. Das sind noch 2 Sessions, also noch, sagen wir mal 40 Minuten, vielleicht eine Stunde. So, dann werde ich erstmal frühstücken, denke ich mal, weil ich will das morgen fertig kriegen. Ich will es durchknallen. Vielleicht mache ich das sogar heute Abend noch, mal schauen. Dann ist Brutal Legend abgeschlossen, dann will ich Halo abschließen. Das heißt, ich werde dann in den Livestream gehen nach dem Essen und werde dann livestreamen und werde dann Halo auch nochmal, sagen wir nochmal 3 Stunden aufnehmen. Beziehungsweise ich muss jetzt erstmal schauen, ob ich Halo überhaupt aufnehmen kann, weil ich momentan gucken muss. Ich will nämlich Halo aufnehmen. Ich habe vorhin festgestellt, dass mein Computer, zumindest der Rechner, an dem ich jetzt gerade aufnehme, dass die Datei, die der OBS Studio benutzt zum Aufnehmen, anscheinend nicht rafft. Also jetzt muss ich gucken, ob ich die überhaupt verwenden kann. Wenn nicht, muss ich die anders aufnehmen. Das heißt, ich muss das Ganze, was ich heute aufgenommen habe, die 3 Stunden, sind eigentlich für den Arsch gewesen. Ich muss das Ganze nochmal machen. Boah, und dann kommt, wenn ich das dann habe, dann will ich, was will ich denn heute noch durchhauen? Vorgestern habe ich aufgenommen Tony Hawk's Downhill Jam. Das waren auch nochmal, was waren das, 6 Parts oder 7 Parts, die rendern jetzt gerade nebenher. 6 oder 7 Parts waren es, die habe ich durchgefetzt. Das war auch komplett durchkautes Projekt, das ist Tony Hawk auch abgeschlossen. Dann will ich demnächst ein größeres Projekt starten, da jetzt Zelda momentan pausiert ist. Und ich beschlossen habe, das habe ich übrigens beschlossen, das soll ich noch dazu sagen, Zelda Breath of the Wild werde ich offscreen auf 100% fetzen und erst wenn es dann das Ding geht, werde ich weitermachen. Dazu mache ich aber nochmal ein Video. Das heißt, werde ich offscreen dann nochmal auf 100% aufhauen. Mit Schreine und allem drum und dran. Das ist dann das Nächste. Das muss ich auch schaffen, dass ich das bis... Dankeschön für das Teil da, was auch immer das ist. Das muss ich auch noch auf 100% knallen. Da habe ich gestern bis 4 Uhr, halb 5 in der Nacht, habe ich dann noch Zelda gezockt gestern, ey. Boah. Momentan komme ich zu gar nichts anderem, ey. Aber wahrscheinlich sagen die Hälfte jetzt eh wieder, das ist eben alles Propaganda, du laberst was rum. Nee, tue ich nicht. Ja gut, aber Gronkh nimmt schon über Jahre jeden Tag unendlich viel auf. Muss man schon von der Seite sehen. Alter, ich mache YouTube auch seit 2007. Quatsch, seit 2007, 2011, Entschuldigung. Seit 2011 mache ich YouTube, das sind auch schon 7 Jahre. Ich mache zwar nicht jeden Tag was, oder ich habe jetzt bis jetzt nicht jeden Tag was gemacht, aber vor allem jetzt in den letzten paar Monaten mache ich das wirklich extrem. Und es kommt nicht darauf an, ob du jeden Tag aufnimmst, sondern es kommt darauf an, wie viel du jeden Tag aufnimmst. Das ist nämlich ein Unterschied. Außerdem ist Gronkh nicht wirklich so ein cooler Dude, wie die meisten immer sagen. Ich meine, so eine Scheiße, was er da über mich gelabert hat im Nachhinein, denke ich mir auch nur noch... Iblali ist genau der gleiche Pfosten. Ich habe keinen Respekt vor denen. Nicht mehr. Den haben sie sich verspielt. Boah, Alter, was ist denn mit meinem Handy los, ey?
Ich habe im Stream nicht immer Zeit, ständig aufs Handy zu schauen. Es geht auch nicht dauernd. Mann, da, ey. Den ganzen Tag da das Handy klingeln da, ey. Das riecht mich auch auf. Und ich muss das Handy momentan aus dem Fenster schmeißen, ey. Riecht mich das auf da momentan. 1000 Leute schreiben mich draußen den ganzen Tag an, ey. Das riecht mich auf. Als hätte ich die ganze Nacht Zeit, ans Handy zu gehen. Deine Freundin. Ich habe keine Freundin. Nicht soweit ich weiß zumindest. Mulle am Start. Ihr solltet vielleicht mal euer Maul wegen waschen, ne? Euer Mundwerk. Mulle, Alter. Du bist auch so Mulle. Das heißt Frau. Kann ich mit dir zusammen sein? Ich habe keine Zeit für Freundin. Korb, ja, Korb. Keule oder Coin? Keule sagt man, man sagt bei uns auch Mulle und man sagt auch Keule, aber Keule ist der Kerl normalerweise. Oha, das war echt ein Korb. Ja, es war ein Korb. Kein Interesse momentan an Frauen, ich habe überhaupt keine Zeit dafür. Und offen gesagt auch überhaupt kein Interesse. Niemals Keule sind was Weibers. Oder. Oder zu Keule, ja, weißt du was, du hast recht und ich meine Ruhe. Ich bin zwar 27, fast 28 und wir haben Keule höchstens zum Kerl gesagt, ey, alter Keule, geh mal an rauchen, geh mal an saufen, geh mal Weiber aufreißen. Und nicht, ey, Keule, komm mal her, ich will da rein schieben. Also du bist ein Pfosten, ey. Aber du hast recht und ich meine Ruhe. Sowas von Unfähigkeit habe ich ja schon lange nicht mehr erlebt. Und solche Leute sagen, dass ich unfähig bin. Was steht am Wochenende bei dir an? Rainer? Bei mir steht am Wochenende das gleiche an wie unter der Woche. Und bei mir steht unter der Woche das gleiche an wie die ganze Woche schon. Aufnehmen. Arbeiten. Das war schon ein dezenter Rage. Du hast keine Ahnung, was ein Rage bei mir ist. Drache, kennst du Baby Dave? Ja, und es ist ein riesen Arschloch. Könner sagt, dass du unfähig bist. Von mir aus, dann bin ich eben unfähig. Und weiter? Ganz ehrlich, Leute, ich bin so unfähig, dass ich in meinem Stream 376 Zuschauer habe. Ich bin so unfähig, dass ich von meinen YouTube-Videos, von meinen Livestreams auf Twitch und auf YouNow, von meinem Merchandise, das ich verkaufe und so weiter, davon leben kann. Ich bin so unfähig, dass ich keine Ahnung habe, wie ich damit umgehen muss. Bin so unfähig, dass ich keine Ahnung habe, wie ich das hinkriegen kann. Und ich bin so unfähig, dass ich keine Ahnung habe, warum solche Idioten wie mir ihr überhaupt mit zuschaut. So unfähig bin ich. Erkennt endlich, dass ich nicht unfähig bin, sondern ihr. Zumindest die Kasper, die den ganzen Tag nur Scheiße über mich labern.
Seid doch nur eifersüchtig, dass ihr selber mit eurem Scheiß nicht so weit gekommen seid oder kommt. Gib doch endlich zu, dass du Schauspieler bist. Klar, Alter, ich bin Clint Eastwood, noch nie davon gehört. Was ist denn passiert? Ich hab gerade einen weggesteckt, das ist passiert. Streamst du mal ein... Streamst du mal ein Motorradspiel? Ich habe überhaupt kein Motorradspiel. Ich kann nicht streamen, was ich nicht besitze. Du hast es echt geschafft im Leben, so ein Schwachsinn. Nein, mein mit Baby Dave. Ja, was soll passiert sein? Das ist ein Arschloch, basta. Der sagt Sachen, der will mir bei Sachen helfen und passiert ist nichts. Im Gegenteil, ich habe noch Draufzeit bei der Geschichte. Du hast doch ein PR-Team und ziehst eine Show durch. Klar, ich mach 20 Millionen pro Show. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Ja, es wusste keiner, weil ich das nicht veröffentlicht habe, weil ich nicht so ein Typ bin wie Iblali, der hergeht und solche Scheiße in der Öffentlichkeit austrägt. Ist auch scheißegal, um was es da ging. Die Sache hat sich erledigt, basta. Weißt du, was PR bedeutet, Drache? Nein, weiß ich nicht. Ich mach 5 Jahre YouTube, Alter. Ich weiß nicht, was PR bedeutet, klar. Idioten. Der Einzige, der hier behindert ist, ist der Typ, der sich Lügenlord nennt, um hier schreiben zu können, auf Level 10 ist und hier seinen Account reingesetzt hat. Nur um hier Leute zu provozieren. Wer von uns beiden opfert bitte seine gesamte Freizeit, nur um hier Scheiße bauen zu können? Bin das ich oder bist es du? Eigentlich du, oder? Ich bin ein Arschloch hoch 10, ich werde auch immer ein Arschloch hoch 10 bleiben, weil alle anderen Wichser sind und weil keiner mir das Wasser reichen kann. Kein Mensch kommt an mich ran und alle sind schwächer als ich. Es wird immer so bleiben. Ich bin das höchste Wesen. Er bricht die Herzen der Frauen voll. Themawechsel. Warum denn? Ich bin der Geilste der Geilen. Du bist ein Vorbild, ich weiß. Danke für die 1000 Barren. Vielen, vielen lieben Dank. Danke für 50 Barren. Das ist doch nicht nötig. Oh, hast du Ahnung, wie nötig ich's hab, Alter. Ich brauch's den ganzen Tag, Mann. 24/7. 365 Tage im Jahr. Nein, ich meine, du hast es doch nicht nötig zu beleidigen. Siehst du, dass ich es nötig habe? Juno unternimmt nichts gegen diese ganzen Wichser da draußen. Und anstatt, dass die mal hergehen würden und diese ganzen Vollpfosten raushauen oder dafür sorgen, dass die solche Namen überhaupt nicht einsetzen können, Nazi-Lord und lauter solche Scheiße, anstatt, dass die sowas mal machen würden, geben sie einen Fick drauf. Ich war einer der Ersten, der einen Abo-Button bestellt hat damals oder angefordert hat. Ich habe ihn nicht bekommen, obwohl ich einer der größten Streamer auf YouNow bin.
Und tut mir leid, wenn es mir da an Bescheidenheit mangelt. Aber ja, ich bin einer von den größten Streamern hier. Ich bin immer auf Platz 1, 2 oder 3. Eigentlich bin ich immer auf 1 oder 2. Und auf 2 falle ich nur, wenn einer da ist, der größer ist und mehr Reichweite hat als ich. Also, wie alt bist du, Drache? Ich bin ein alter Sack. Drachenlord gibt es nicht, es heißt Drache. Oder Rainer. Wenn du mich als Manager hättest. Mich interessiert kein Manager, ich will keinen Manager. Ey Leute, kapiert ihr nicht, dass ich meine Videos aus Fun mache? Ich mache das, weil ich Spaß dran habe. Ich mache das, weil ich es gerne mache. Und nicht, weil ich daraus Profit schlagen will. Klar, in gewisser Weise brauche ich das Geld auch. Klar, logischer Fall. Aber ich mache das nicht nur wegen der Kohle. Ich mache das in erster Linie, weil mir das Spaß macht. Wenn ich nur wegen der Kohle das hier machen würde, dann könnte ich arbeiten gehen auch. Hätte mehr davon. Und mehr Freizeit vor allem. Dann soll ich dich sponsern. Ich meine das ernst. Ach ja, na klar, meinst du das ernst? Bist voll seriös hier mitten in der Nacht auf Juno. Voll seriös, Alter. Meinst du, bist der Erste, der sowas hier sagt? In was? In 3 und einem Monat bist du. Was? In 3 und einem Monat bist du seit 2 Jahren auf Junau. Was? In 3 Monaten und einem Monat bin ich in. Was? Boah, lern mal schreiben, ey. Danke für die 1000 Barren. Schwachsinn, ey. Lauf Social Blade verdienst du weniger, was wenig, um zu leben. Junge, hast du auf Social Blade meine Merchandise-Einnahmen, hast du auf Social Blade mein Twitch und mein YouTube-Einnahmen und mein YouNow? Komm, Junge, geh weiter, Alter. Geh sterben, wenn du keine Ahnung hast, Alter. Hauptsache den ganzen Tag Scheiße labern, aber selber keinen Plan haben, ey. Du brauchst mehr Sozial... Was? Du brauchst mehr Sozial, Reine. Du kannst meinen Namen nicht schreiben, damit du mich sponsern laberst, dann Haufen Blödsinn da... Weißt du was? Vergiss es. Ignoranz. Junge. Was? Junge. Das heißt Mann. Ich bin kein Junge, ich bin ein erwachsener Mann, Alter. Klang doch recht erwachsen. Boah, und riecht vor allem erwachsen. Bist du nicht müde? Ich bin scheiße müde. Deswegen bin ich gerade dezent gezickig. Hallo, wie geht's dir? Exclusive! Moin! My Lady? Ich hoffe, das war jetzt die richtige. Nicht, dass es jetzt der männliche Exclusive war und ich sag My Lady. Ich hoffe, dein Level 12 hat sich gelohnt, du Kindergartenkind. Danke für die 100 Barren. Ja, richtig, du hast es dir gemerkt. Ich vergesse noch nie eine schöne Frau. Obwohl es manchmal vielleicht besser wäre. Drache vor Abo. Was? Dann hau dich aufs Ohr, keine Zeit. Ich will irgendwas mal mitmachen, keine Zeit, dann bist du schlafen.
Ich finde den Bizeps voll erotisch. Das ist Fett und kein Bizeps. Willst du für mich meinen Abschluss schreiben? Was? Danke für die 100 Likes. 100 Bar, Entschuldigung. Oh, oh mein Gott. Danke exklusiv für die ganzen Likes. Und ich find's mega erotisch, dass ich dich jetzt gebannt hab. Das macht mich richtig hart gerade. Danke für die 100 Barren. Ich habe meinen Abschluss schon in der Tasche. Ich schreibe bestimmt nicht für dich deinen Abschluss. Abgesehen davon ist es vielleicht besser, wenn du es selber magst. Schlechter als meiner kann es nicht sein. Wenn ich über OBS streamen würde, dann würdest du das merken, weil da hätte ich keine Gastfunktion. Nein, ich streame nicht über OBS, ich streame über den Browser. Was man auch sieht. Rainer, wie war dein Abschluss? Mein Abschluss war 2006. Rainer, wie geht's dir? Passt schon. Könnte schlimmer sein. Könnte auch besser sein, aber okay. Schlimmer geht ja immer. Rainer ist an sich echt ein guter Mensch. Du hast doch keine Ahnung, wer ich bin. Ich bin der Teufel in Person, ey. I am the devil in your life, in your eyes. You can me here when I come to hold your soul for my hungry. Und ich laber hier einen Haufen Scheiße. So, ich sage mal tschüss. Was? Aber noch einen schönen Abend. Allen noch einen schönen Abend. Ja, dankeschön, dir auch. Gute Nacht. Hey, was ist das für eine Begrüßung? Hey, ist mir bei dir befahren oder was? Hast du eigentlich eine Freundin? Es geht ja das Gerücht um. Klar habe ich eine Freundin. Ey, wer hat heutzutage keine Freundin, ey? Ist doch voll im Mode. Ich habe keinen Geburtstag, aber es sind ein paar Monaten Geburtstag. Soll ich dazu bitte was sagen?
Danke für die Likes. Danke für, was zur Hölle, 500 Barren, vielen, vielen lieben Dank. Geht ja voll ab, ey. Ach, das ist wieder Aurora. Servus. Ich glaube, ich habe gerade einen Alert verpasst, kann das sein? Wenn ja, tut mir leid, Entschuldigung, danke schon dafür. Alblali. Danke fürs Einladen von die Fans. Leute, wenn ihr nicht schreibt, dann kann ich auch nichts sagen, ne? Ich meine, gut, wir können auch die Musik genießen. So ist es nicht. Ich habe kein Problem damit. Wieso bist du müde? Warum ich müde bin? Vielleicht, weil ich schon seit 8 Uhr wach bin und den ganzen Tag nur am Aufnehmen und Bearbeiten und was ich alles bin? Was trinkst du am liebsten? Was ich am liebsten trinke? Wasser. Und ja, ich meine das ernst. Guten Abend. Wie geht's? Jo, passt schon. Hoffe selber auch gut. Jasmine, darauf antworte ich nicht. Wie findest du Tony Hawk's Pro Skater 3? Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht im Kopf. Achso, Moment, da steht 73. Ich dachte, das ist ein Fragezeichen. Gibt's doch überhaupt nicht. 37 gibt's überhaupt nicht. So im ersten Moment. Oder es soll jetzt doch ein Fragezeichen sein. Ach, es ist so klein und bei mir so weit weg. Was bist du so genervt? Ich bin nicht genervt, ich bin müde. Kann ich doch nicht wissen, frag doch nur. Ja. Wieso nicht? Was? Weil ich es gesagt habe, das reicht doch als Antwort. Oder nicht? Ich überlege gerade, ob ich mir einen Bananenshake mache. Ich könnte doch voll den geilen Bananenshake machen. Welche Spiele möchtest du in Zukunft noch spielen? Ach, da gibt es so viele. Kann ich gar nicht alle aufzählen. Dann das Inferno kommt noch. Ja. Dann das Inferno kommt noch, Avatar kommt noch, da kommen noch so viele, kann ich gar nicht aufzählen. Hab vorhin auch Bananenshake gemacht, mit, was? Mit Cornflakes. Ja, ich habe mir überlegt, ich könnte Kiwi mit reinhauen, ich habe noch Kiwis da. Die müsste ich bloß aufschneiden und schälen. Und dann wäre das keine große Sache. Hey, servus Blups.
Oh, recht hohes Level für Blubs tatsächlich sogar. Banane und Kiwi schmeckt super. Nimmst du Gast? Ach, darauf antworte ich gar nicht. Moin, Servus, Frankfurter. Oh, auch ein recht hohes Level. Mittlerweile gibt es recht viele, die ein hohes Level haben, ne? Ich persönlich hoffe, dass ich langsam aber sicher mal mein Ding bekomme. Mein 70er Level. Aber irgendwie bezweifle ich das noch. Ich hätte Hunger auf gefüllte Paprika. Boah, habe ich ewig keine gegessen. Man bekommst ja nicht den Abo-Button, da musst du Juno fragen, nicht mich. Alles gut? Ja, passt schon. Warum werden eigentlich solche Leute wieder entbannt, die hier Nazi im Namen haben? Juno, ich verstehe dich nicht. Meldet alle mal diese Nazi-Wichser da. Solchen Abschaum brauchen wir hier echt nicht haben. Danke für die Likes. Du bist jetzt Top 27 bei den Broadcastern. Was? Ist das 27? Ich bin auf Platz 1. Oder Platz 2 bin ich heute. Danke für 500 Barren. Es gibt Möglichkeiten, auf den Tiefstieg reinzukommen, ja, aber ich kann nicht immer auf einzelne Leute achten, weil wenn ich da 100.000 Leute jeden Tag bannen muss, da achte ich nicht auf einzelne Leute, da kommt es schon mal vor, dass ich den ganzen Raum auf einen Schlag banne. Und ihr blöden Nazi-Wichser, Alter, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, als Scheiße zu labern, dann geht bitte selber ins Gas, anstatt zu schreiben, Rainer ins Gas.
Ihr Idioten, Alter, ohne Scheiß. Nazis, was habt ihr überhaupt auf der Welt verloren, ne? Was ist eure Existenzberechtigung? Dummheit? Ja, auf jeden Fall, Alter. Scheiß Nazi-Wichsgesichter, ey. Hallo Drache, Servus Maxim. Ich bin der lauter Nazi-Pisser hier im Stream, ey. Das gibt's echt nicht, ey. Ich nehme niemanden als Gast rein, egal wer da drin ist. Wir gehen jetzt sogar auf Thrones. Ja, passt schon. Hab mir wegen dir eine Switch und Zelda gekauft. Ich habe überhaupt keine Switch. Aber gut, Zelda ist ein gutes Spiel. Hab jetzt endlich. Blöde Nazi-Pisser da, Alter! Verreckt doch endlich in der Hölle, Alter! Geht zu eurem blöden Wichs-Anführer. Das Spiel ist total komplex. Ja, ist es auf jeden Fall. Ja, ich habe das Spiel schon. Ich habe das erste Video, was ich hochgeladen habe von Zelda, war ja sogar der Endboss tatsächlich, weil ich es privat schon mal vorher durchgespielt hatte. Und jetzt momentan mache ich mich dran. Ich mache es jetzt privat noch auf 100%. Und wenn jetzt neue DLC rauskommt, da kommt ein DLC raus, das haben wir schon geholt. Da gibt es als Vorbesteller auch direkt kleine so Kleinigkeiten. Und das lade ich dann auch nochmal hoch. Also, ich lade es dann mit dem DLC nochmal hoch. Da mache ich nochmal ein paar Parts dann. Ich spiele es auf der Wii U. Ist ja eigentlich. Breath of the Wild ist ja eigentlich das Wii U-Spiel. Das ist ja eigentlich das Wii U-Zelda. Weil Wii U hat ja eigentlich. Wii U hat kein eigenes Zelda gehabt. Jede Konsole von Nintendo hat ein eigenes Zelda. Jede bis auf die Wii U. Und die Wii U hat jetzt Breath of the Wild. Und die Switch hat noch kein eigenes Zelda. Die bekommt aber bestimmt auch noch ein eigenes. Okay, das wusste ich nicht. Ja, siehst du mal. Bei Nintendo magst du mir nicht so leicht was vor. Klar gibt es ja Leute, die sich besser auskennen, aber bei Nintendo bin ich eigentlich recht gut drinnen. Daher kannst du mich grüßen. Dann fühle ich doch gegrüßt. Oh Leute, aber ich glaube, ich pack's jetzt. Ich bin so im Eimer. Den ganzen Tag habe ich heute aufgenommen. Weiß gar nicht, 6 Stunden oder was. Dann 2-3 Stunden auf Twitch. Jetzt noch eine Stunde auf Juno. Ich bin so im Eimer. Ich werde für heute Feierabend machen. Eigentlich jetzt mal gesagt. Weil ich bin so im Arsch gerade. Mir tut alle. Mich hab. Nee. Ich werde jetzt noch einen kleinen Happen essen. Vielleicht noch einen Film schauen. Also Quatsch, essen. Ja, meine Chips werde ich essen. Und dann werde ich wahrscheinlich ins Bett gehen. Aber für die Switch gibt es zu wenig gute Spiele und der Preis, oha. Ja, aber das ist bei Nintendo normal. Da kommt erst die Konsole raus mit einem oder zwei gute Spiele und dann kommen halt erst einmal die Konsolen nach und nach und die Spiele nach und nach von der Konsole, meine ich. Also von daher, cool, dass du noch online kommst, gekommen bist. Ruh dich mal aus. Gute Nacht, Drache. Ja, ey, die ganzen Tage. Ich habe 6 Stunden aufgenommen, 3 Stunden gestreamt auf Twitch und jetzt noch eine Stunde auf YouNow. Wollte eigentlich 2 Stunden auf YouNow, aber boah, ich bin so im Arsch, ey. Morgen bin ich ja auch wieder da. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Jo, Dankeschön, exklusiv. Geh ruhig schlafen. Gute Nacht. Ja. Drache, erwache. Bist du witzig. Ich finde die Switch echt geil. Und tschö. Echt geil. An sich finde ich die Switch echt geil. Smart Idee. Aber nur für Zelda und Mario Kart. Nee. Naja, Mario Odyssey kommt ja noch raus. Ich würde darauf wetten, dass ein neues Donkey Kong rauskommt, ein dritter Teil. Von der neuen Donkey Kong Country Reihe. Bei Donkey Kong Country gab es jetzt das Returns und dann gab es das Donkey Kong Country Tropical Freeze. Und ich würde mir wetten, da kommt bestimmt nochmal eins raus.
Von daher, Drache, hast du eine, was? Also ein Liegefahrrad. Hat mich immer mal interessiert, aber probiert habe ich sowas nie, nee. Außerdem habe ich für sowas überhaupt keinen Nerv momentan. Also, ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, haut rein. Ich verabschiede mich. Euer Drache. Bis dahin.